Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sikari. Heute am 11. Was, der 11.? Was auch immer heute für ein Tag ist. Ich glaube, es ist der 11. Der 11. März um 22.50 Uhr. Das ist halt so das Problem, ja. Wenn man kurz vor 0 Uhr aufsteht, dann hat das, was man sagt, eh nicht mehr so eine große Bedeutung, weil ja bald der nächste Tag emporsteigt. Beziehungsweise natürlich erst die Nacht, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ja, dieses Level hier ist sehr asozial, aber das ist okay, weil ich... Moment, das mit dem Schädel, das war dieses Level? Holy shit. Ja, ich habe mich in letzter Zeit so gefragt, also... ja, genau, warte, laden, ja. Da habe ich einen ganz dummen Checkpoint gemacht, da müssen wir erstmal wieder am Anfang so ein bisschen speichern. Ich hatte mich die letzten Tage so ein bisschen gewundert, habe mich gefragt, hey Raven, was soll denn das? Du machst ja kaum noch Off-Topic in deinen Mario-Videos. Naja. Aber die Zeit wird schätzungsweise wieder kommen. Und heute ist so ein Tag, weil ich bin gerade wieder aufgestanden. Vielleicht hier mal ein kleines Paket-Update. Die haben tatsächlich 75% geschickt und die anderen 25% kommen erst noch. Das heißt, ich muss immer noch warten. Ganz, ganz schlaue Auslieferer sind es. Und die haben es, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das bestellen. Die haben das bis jetzt noch gar nicht, noch nie gemacht. Ganz, ganz komisch. Also das sind so eine, ich kann es ja mal ganz kurz erzählen, falls es euch interessiert. Das sind so eine Spiruline heißen die. Und noch ein paar andere Sachen, die dazu kommen. Das, ja, was kann man dazu sagen? Es ist so ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel-Zeugs. Ich kann tatsächlich sagen, dass es hilft. Bei, so generell fühlt man sich da ein bisschen besser. Und es ist auch tatsächlich gut für die Verdauung, ja. Also das, ich kann das theoretisch nur empfehlen, falls ihr das mal seht. Spirulina von Peter Hartwig. Die waren noch gerade ein bisschen billiger, 20, 30 Euro billiger im Angebot, deswegen. Jedenfalls, ja, ich also war so schlafen. Und jetzt kommen wir so, ja, das ist so nervig, dann kommen wir so jetzt zu dieser Thematik. Ich habe, bevor ich schlafen gegangen bin, wieder bei Ask.fm so ein paar Leute gedisst, ne, Corona-Leute natürlich. Beziehungsweise das war da so, dass ich... Es ist eine Weile her gewesen, dass ich... Da kommen immer diese dummen Shoutout-Fragen. Und da waren wieder so diese Frage einfach, ja, was macht ihr während der Quarantäne und sowas? Und eine Frage hieß dann da, hattet ihr Corona oder so? Ich dann natürlich direkt gegengefeuert, ja. Dass Corona nicht gefährlich ist und im schlimmsten Fall gar nicht existiert und so. Das, wie gesagt, vor einigen Tagen. Manchmal kriege ich da nicht sofort Antworten. Und dann kam doch tatsächlich die Antwort, es sind viele, viele Leute gestorben. Ich soll doch mal ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen, was ich sage. Und dann bin ich natürlich direkt steil gegangen. Und das alles hat so, ist so ein bisschen in so ein Beef ausgeartet, sage ich mal. Wo ich dann natürlich immer, wie man es kennt, lange Texte geschrieben habe und halbherzige Antworten zurückbekommen habe. Und das Ding ist, dass ich dann ganz zum Schluss, das ist so, da kommen wir jetzt zu dieser Titelbeschreibung, man hat mir doch tatsächlich unterstellt, ich sei unsensibel, ja? Und da muss ich sagen, ja, ich würde mich jetzt nicht, ich sag mal so, ich sag immer gerne, jeder sollte das kriegen, was er verdient hat, ja? Menschen, die gut zu mir sind, die mich gut behandeln, die was im Kopf haben, die behandle ich gut, und Menschen, die halt dumm sind und mich grundlos schlecht behandeln, die werden halt auch von mir schlecht behandelt, ganz einfach, ja. Weil das Ding ist, wenn du alle gut behandelst, dann hat das ja gar keinen Wert mehr, von mir gut behandelt zu werden. Und genauso ist es natürlich andersrum, wenn ich alle schlecht behandeln würde, dann, ja, dann nimmt natürlich auch so ein bisschen die, wie soll ich sagen, wenn jeder die Peitsche abkriegt, dann hat die Peitsche auch keine große Bedeutung mehr, ne. Also es muss schon ein Gleichgewicht herrschen. So wie überall im Leben. Ich mache jetzt hier, fange jetzt mal an, so allmählich neue Checkpoints zu setzen. Und die Leute... shit, ich habe vergessen, mein Telegram auszumachen. Habt ihr das gerade gehört? Ich hoffe, das war nicht zu laut. Die Leute, die nett zu mir sind, die können sich dann einfach freuen. Die kriegen meine Liebe ab und dementsprechend... Ich finde auch, dass man sich dann auch darüber freuen kann, dass wenn jemand jetzt nett zu mir ist und ich ihn gut behandle und jemand anderes scheiße zu mir ist, dass sich während ich den einen scheiße behandle, sich der, den ich gut behandle, darüber freuen kann, dass ich ihn halt gut behandle, ja? Ich finde, das hat so alles schon seine Richtigkeit.
Und das Ding ist halt, dass man früher hat man, und ihr könnt es wie gesagt alles auf Ask.fm natürlich nachlesen, umso zeitiger, umso eher ihr euch das Video hier anschaut, umso einfacher wird es dann zu finden sein, unter den neuesten Posts. Gott, das triggert mich gerade. Moment, ich muss Telegram schließen. Mann, 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 ey, das ist mir noch nie passiert. Früher hat man sich dann gerne, wenn man nicht weiter wusste, sich hingestellt und gesagt, oh, schau dir mal deine Rechtschreibung an und so weiter, weil ich halt gerne auch große, ja, weil ich viele Wörter dann auch absichtlich groß schreibe, um damit zu auszudrücken, dass ich halt, dass man halt darauf einen Wert legen soll, auf dieses und jenes Wort, oder dass ich diese Wörter halt gerade schreie. Wenn ich jetzt sage, dieses Level ist verdammt scheiße, dann würde ich beispielsweise das verdammt scheiße groß schreiben. Ja, ich will einfach, dass man seine Augen auf bestimmte Wörter fokussiert. Und jedenfalls, das war früher und jetzt geht man mittlerweile so weit und sagt nicht mehr, pass auf deine Rechtschreibung auf und so weiter, sondern pass auf deine Schreibart auf. Du bist sehr unsensibel und du brauchst dich ja dann nicht wundern, dass dir die Leute nicht zuhören. Aber genau das ist das Ding, genau deswegen hören sie mir ja zu. Also ich weiß ja, das ist halt so das Traurige. Ich weiß ja, dass Menschen sehr emotional sind und nicht mehr auf Fakten reagieren und dementsprechend hau ich ja immer dann diese Beleidigungen raus. Wir hatten ja auch heute das Ding, dass sich hier ein Hack-Entwickler sich dieses Let's Play zu seinem. Ich konnte da keinen Drehsprung machen. Okay, wusste ich gar nicht, dass sie das nicht kann. Sich sein. Ich hatte da so ein Mario-Hack-Let's Play und der Hack-Entwickler hat das heute gefunden und ich hatte ihn in einem oder mehrere Videos Auschwitzgeburt genannt, ja, weil er mich halt extrem getriggert hat mit seinen Leveln, die teilweise richtig scheiße waren. Es gab auch sehr gute, aber da waren natürlich auch unter anderem ein paar, stimmt, sie kann ja keinen Drehsprung, schlechte bei. So, und wenn ich das aber sage, wenn ich generell Leute beleidige und hier sage, ja, Auschwitzgeburten, ihr dummen Corona-Spastis und so weiter, Leute. Oder wenn ich das auf Ask schreibe, Leute, ich will doch auch einfach nur schätzungsweise genau dasselbe, was ihr wollt, nämlich eine vernünftige, tiefgründige, freundliche Welt. Nur das Ding ist, dass ihr halt mit eurem Leben genau das Gegenteil verursacht und es in der Vergangenheit immer wieder Leute gab, die euch dann mit Freundlichkeit und mit Ruhe und mit Fakten euch dann versucht habt, die dann versucht haben, euch zu erklären, wieso ihr. Ne, ich gebe immer folgendes Beispiel ab. Auf wen hört ihr mehr? Also du hast ja ganz, ganz viele Leute, auch von der Wahrheitsbewegung natürlich, vor denen ich meinen größten Respekt habe. Die kommen dann immer so an und reden ruhig und ja, schaut mal, liebe Leute, guckt mal, das ist nicht in Ordnung, was ihr hier macht. Könnt ihr bitte über euer Verhalten nachdenken und so weiter? Und dann hast du halt mich, ja, der sich hinstellt und sagt, pass mal auf, du dumme Mutter, gefickte Holocaust, Inzest, Auschwitz, Geburt, komm mal klar oder geh dich vergraben, du dummes Stück Scheiße, ja. Und seien wir doch mal ehrlich, wem würdet ihr mehr zuhören, ja? Ich habe das schon öfter mal gesagt, das ist auch alles einfach eine Art des psychologischen Angriffs, eine Art unterbewusste Manipulation, die ich hier euch gegenüber ausübe, weil ich möchte einfach, dass die Menschen mir zuhören, dass die Menschen über ihr Verhalten nachdenken und meiner Meinung nach geht das nicht anders. Weil sie ja, man sieht es ja, wenn man jetzt mal hier sich die Pandemie anschaut, wie das Ganze verlaufen ist oder auch frühere Sachen, Black Lives Matters und so weiter. Die Menschen fragen nicht nach, hat der Floyd jetzt was Böses gemacht? Die Menschen fragen nicht nach, wie gefährlich Corona wirklich ist. Die hören einfach, Achtung, Pandemie, Menschen könnten sterben, ihr wollt ja nicht eure Familie auf dem Gewissen haben und so weiter. Und dann funktioniert das. Ja, die Menschen, da stellt sich nicht die Nachrichtensprecherin hin und sagt, ja, also statistisch gesehen haben wir jetzt in der und der Zeit spontan so viele Tote gehabt und so weiter. Nein, da wurde einfach gesagt, Leute, ihr müsst das machen, ansonsten geht die Welt unter. Ja, die Menschen werden, die machen, die in den Medien machen genau im Grunde dasselbe wie ich. Ihr werdet emotional
manipuliert, ja. Man redet euch ein, ihr, wenn ihr Gutmenschen sein wollt, wenn ihr ein Vorbild sein wollt, dann müsst ihr das so und so machen. Und dementsprechend mache ich das hier auch so, weil ich einfach weiß, ja, das hat nichts mehr mit Glauben zu tun, man sieht's ja, dass man kriegt anders einfach kein Gehör mehr. Und ich will ja, dass man mir zuhört. Also die Regel lautet erst provozieren, damit die Leute erstmal so völlig perplex sind und sich dann so denken, boah, was ist denn mit dem los? Und dann, wenn du ihre Aufmerksamkeit hast, kannst du natürlich die, ich nehme trotzdem Sikari, kannst du natürlich die Fakten raushauen. Also klar, irgendwann muss man natürlich auch mal, Moment, geb auf, Vampir, Naskuras Pläne sind, fallen auseinander. Achso, da sind jetzt die, quasi das Vize-Boss-Pärchen. Süß, der Sterbliche möchte mich einschüchtern. Scarlett, assistiere mir, während wir dieses kleine Würmchen da penetrieren und so. Ja, okay. Schauen wir mal, was die können. Kämpf wirklich direkt gegen beide, okay. Du musst es ja auch irgendwie spannend gestalten. Genau, also, ne, wenn die Leute mir dann zuhören, wenn sie dann irgendwie, also generell, natürlich, ich stehe auch auf schwarzen Humor und so weiter, Sarkasmus, Ironie und so weiter, das ist auch alles voll mein Ding und wer mich schon ein bisschen kennt, der versteht ja auch, wieso ich einfach so bin, wie ich bin, ja, weil ich wurde ja quasi, die Welt habe ich ja quasi so erzogen und ich versuche das auch einfach, diese jahrelangen Erfahrungen, diese Beobachtungen, die ich getätigt habe, auch einfach zu meinem Vorteil zu nutzen. Aber grundsätzlich will ich niemandem etwas Böses. Es sei denn, er rafft es halt echt nicht. Und dann tut es mir auch wirklich nicht leid. Ja. Es ist halt, wie ich schon gesagt habe, wenn ich jemanden beleidige und dem dann direkt erkläre, wieso, weshalb, warum, also mache ich ja auch meist in den Videos, dass ich dann sage, hier, pass auf, ihr dummen Auschwitz-Geburten, so. Dann warte ich ein, zwei Minuten und dann erzähle ich ja, hier, Leute, schaut euch das an, es gibt ja keine Pandemie. Ja, also ist es natürlich wichtig, nicht nur zu beleidigen, sondern auch Argumente zu liefern. Und das mache ich ja meiner Meinung nach so. Und wenn man es dann immer noch nicht verstanden hat, beziehungsweise das ist ja so der Witz, dass es ist ja auch irgendwo alles ein Test, ja. Wenn ich, habe ich auch schon oft genug erlebt im Internet und im echten Leben, dass ich, du kannst... Kennt ihr vielleicht auch aus eurem Alltag, je nachdem auf welcher Seite ihr steht. Könntest theoretisch ein super geiles Buch schreiben mit 100 Seiten, ja? Und dann schreibst du auf der letzten Seite Arschloch hin. Was glaubt ihr, werden sich die Leute merken? Die Leute werden sich nur merken, dass ihr Arschloch gesagt habt. Ja, also so funktioniert der Mensch einfach. Der Mensch reagiert auf Extremitäten. Auf ultra krasse emotionale Wörter, die entweder für ihn oder gegen ihn sind. Und das ist halt so das Ding. Also gut, das heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass ich... Ja, es ist schwierig. Klar, wenn man zu viel beleidigt, dann hat man auch nichts davon. Also was soll ich sagen? Also ich finde, der Mensch ist grundsätzlich ein Fehler. Der hätte nie entstehen dürfen, also... Ich versuch's, aber irgendwie... Ich weiß nicht... Ich sag auch nicht, dass mein Plan offensichtlich eine hundertprozentige Erfolgsquote hat, ganz klar, aber ich habe entweder die Möglichkeit, sie in Watte einzupacken und zu sagen, jo, ja, hier, ey, supidubi toll, oder ich mache halt das Gegenteil, aber was in der Mitte gibt es halt leider nicht mehr, weil niemand interessiert sich für Fakten, sondern du musst halt immer mit Tod und Verderben und mit Weltuntergang und so weiter kommen. Und deswegen, und warum erzähle ich das jetzt? Das Ding ist, ich hatte tatsächlich dann, dieser Ask Beef ging ja eine Weile. Und ich, weil mir wurde wirklich, ich, das ist ja so das Geile, dass anscheinend bin ich ja wirklich für den dummen Standardmenschen einfach zu extrem, obwohl ich es ja noch nicht mal sein will. Also wir haben auch schon seit Ewigkeiten natürlich, das war auch schon damals bei mir in der Grundschule so, dass ich auch einfach, ich bin auch anscheinend unsensibel, wenn ich sensibel bin, ja. Also wenn ich mir richtig Mühe gebe, sensibel zu sein. Und ich, wie gesagt, ich kann das annehmen, ich würde mich auch selber wirklich nicht als sensibel bezeichnen. Also wenn
wenn irgendjemand Probleme hat und ich die Probleme nicht verstehe oder ich die, für mich die Probleme nicht ernst sind, also es kommt ja auch immer darauf an, ob derjenige Schuld an seinem Problem hat, ja. So, wenn du halt irgendwie Scheiße gebaut hast und mich dann voll heulst, dann würde ich dann auch sowas sagen wie, ja, bist ja selber schuld, ja. Ja, das ist unsensibel, aber es ist ehrlich. Es ist ehrlich. Und wir leben in einer Welt voller Lügner, voller unehrlicher Menschen. Deswegen könntet ihr diese Ehrlichkeit doch auch einfach schätzen. Oder wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, sorry, ich hasse euch alle, weil ihr geistig behindert seid. Dann ist das natürlich im ersten Moment traurig, aber es ist halt fucking ehrlich. Es ist halt fucking ehrlich und es gibt kaum noch ehrliche Menschen auf diesem Planeten, ja. Also ich habe lieber jemanden, der einfach sagt, so Leute, ich hasse euch alle, ihr geht mir auf den Sack, als wenn ich jemanden habe, der so tut, als wäre er freundlich und hinter meinem Rücken Scheiße über mich labert, ja. So müsst ihr das mal sehen. Und jedenfalls, weil die Person dann die... Moment, jetzt habe ich aber die eine getötet, die andere nicht, ne? Wurde es nochmal aufgegriffen, dass die geflohen ist? So, ich höre jetzt hier mal auf zu spielen, ich versuche dann auch zum Ende zu kommen. Jedenfalls habe ich dann ganz zum Schluss so geschrieben, hey, pass auf, da du mir die ganze Zeit unterstellt hast, dass ich unsensibel bin, zeige ich dir jetzt mal, was, wie ich sein kann. Ja, also das, was du mir gerade unterstellst, sorry, ich habe noch nicht mal versucht, unsensibel zu sein. Und dann habe ich die Person aufs Übelste beleidigt. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich davon geträumt. Ich habe geträumt. Das ist so das Ding. Deswegen muss das jetzt anscheinend angesprochen werden, weil mich das mental belastet. Also mich belastet es, dass die Leute nicht verstehen, dass sie im Unrecht sind. Und dass sie sich nicht fragen, wieso ich so bin. Oder wieso andere Menschen so zu ihnen sind, ja. Dass sie nicht mal über ihr Verhalten nachdenken. Also wenn sie beleidigt werden, dann denken sie sofort, oh, der hat mich beleidigt, das ist ja aber nicht korrekt. Aber sorry, es ist gerechtfertigt. Ihr fahrt die Wirtschaft gegen die Wand für 0,28 Corona-Prozent Corona-Tote. Ihr traumatisiert unsere Kinder. Ihr werdet für eine riesen Insolvenzwelle sorgen, wobei die würde eh kommen, aber man hat das Ganze jetzt beschleunigt. Ja. Und du erwartest, trotz all diesen Fakten, erwartest du von mir, dass ich ruhig bleibe, dass ich sensibel mit dir rede? Ja, da könnte gerade jemand seine ganze Familie aufgeschlitzt haben und der erwartet dann noch von mir, dass ich mit ihm ruhig rede. Sag mal, tickt's bei dir noch richtig, ja? Und jedenfalls, ich habe dann geträumt, gerade eben, dass die irgendwie 10.000, 20.000 Abonnenten auf YouTube hatten und mich einfach gecancelt haben, also es zumindest versucht haben, ja. Und ich habe dadurch dann selber 10.000 Abonnenten gehabt. Hatte dann trotzdem Angst irgendwie, dass sie versuchen dann meinen YouTube-Kanal zu sperren oder so, dass sie alle meine Videos melden und wegen dem unsensiblen Verhalten. Und dann gab es einen Riesenkrieg, aber da wurde die Erinnerung dann schwammig. Ihr wisst ja, wie das ist, die besten Szenen, an die kann man sich dann, wenn man aufwacht, nicht mehr erinnern. Deswegen kann ich mich auch im Nachhinein immer nicht an die Sexszene erinnern, die ich hatte. Nur noch leicht an das Gefummel. Aber ja, das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Leute, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich, wenn ich mir mein Leben so anschaue, dass ich nicht grundlos da bin, wo ich bin. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das meine Aufgabe ist, euch zu erzählen, wie dumm ihr seid. Und das völlig kompromisslos, völlig unzensiert. So. Und wenn ich das tue, dann solltet ihr die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es einen Grund hat, wieso ich das tue. Klar, ein Stück weit mache ich das auch, weil die Welt böse zu mir war. Und ich habe überlegt, hey, warum ist die Welt böse zu mir, beziehungsweise warum ist die Welt einfach so, wie sie ist? Früher habe ich wirklich gedacht, ich erzähle das immer wieder gerne, okay, ich bin einfach auf der falschen Schule. Später dachte ich mir, okay, ich wohne einfach am falschen Ort, okay, ich wohne in der falschen Stadt, ich wohne im falschen Bundesland, ich wohne im falschen Land generell und dann irgendwann durch das Internet und so weiter ist mir einfach aufgefallen, hey, es geht auch anderen Menschen so, der ganze Planet ist einfach scheiße. So, und wenn dir etwas nicht passt, ja, wenn du findest, dass dein Zimmer unordentlich ist, dann räumst du es auf. Und wenn du der Meinung bist, dass die Welt unordentlich ist, dass die Welt scheiße ist, dann fängst du halt an aufzuräumen. Und ich sehe das einfach als meine Aufgabe an, euch zu erzählen, wie scheiße ihr seid, beziehungsweise auch wie gut ihr seid, ja?
Wir haben ja auch diese einzelnen Momente, wo Leute mal gelobt werden. Das ist auch das, was dann immer nicht gesehen wird, dass ich ja, ich beleidige ja nicht von Anfang an, sondern ich fange ja langsam an, aber das ist so das Ding. Egal wie oft du jemanden lobst, egal wie nett du zu jemandem bist, die Leute merken sich nur diesen Moment, wo du beleidigst. Und das ist traurig, das zeigt, wie eindimensional ihr denkt, wenn ihr überhaupt denkt, und das fuckt mich ab, und deswegen wollte ich euch das nochmal erzählen. Ja, seid einfach, das ist der Punkt ist, seid einfach vernünftige Menschen. Macht den Planeten nicht kaputt, seid nett zu Tieren, seid nett zu anderen Menschen, denkt über das nach, was auf der Welt passiert, lasst euch nichts einreden von den Massenmedien und dann wird alles gut. Ja, hört einfach mit der Corona-Scheiße auf und dann kann ich mich auch hier wieder hinstellen und euch dafür loben, dass ihr es geschafft habt. Aber ihr macht es nicht und deswegen muss ich euch weiter beleidigen. Ihr tragt weiterhin Masken, ihr traumatisiert unsere Kinder, ihr fahrt die Wirtschaft gegen die Wand. Also muss ich euch weiter beleidigen. Das Problem bin nicht ich, sondern ihr seid das Problem, weil ihr euch weiter manipulieren lässt und ich versuche, diese Manipulation umzukehren. Ihr werdet mit emotionalen Wörtern ins Negative manipuliert und ich versuche euch mit emotional krassen Wörtern ins Positive zu manipulieren. Ich möchte, am Ende des Tages möchte ich einfach, dass ihr verfickt nochmal nachdenkt, okay? Und solange ihr das nicht tut, werde ich euch fertig machen. Das ist einfach der Punkt. So, muss jetzt mal rausgelassen werden und dann würde ich mal sagen, sieht man sich in der nächsten, in Anführungsstrichen, normalen Folge wieder bei Let's Play Sicari. Bye.